Ich begrüße Amira Mohamed Ahi, unsere Bundestagsfraktionsvorsitzende, und den Rechtsanwalt Thomas Rüther. Er war für die Erstellung des Gutachtens von uns beauftragt, und Susanne Hennig-Welso, die Fraktionsvorsitzende hier im Landtag der Linken und Landesvorsitzende in Thüringen. Ich würde bitten, dass Amira vielleicht beginnt, zu Fragen des Gutachtens zu sprechen, also warum die Erstellung wichtig war und warum jetzt. Im Anschluss Thomas Rüther, vielleicht so Kernelemente des Gutachtens, und am Ende Susanne Hennig-Welso zu konkreten Vorstellungen für eine linke Agrarstrukturreform mit dem Blickpunkt auch auf die besondere Situation in Thüringen. Ja, gern. Dann beginne ich, sehr geehrte Damen und Herren. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es in Artikel 14 Absatz 2 unseres Grundgesetzes. Und das gilt natürlich auch für das Eigentum an Grund und Boden. Aber wie ist es heute? Unserem Grundgesetz zum Trotz nimmt die Spekulation mit Boden und Immobilien immer stärker zu. Und das führt eben zu drastischen Preissteigerungen. In den letzten 10 Jahren sind die Hauspreise in größeren deutschen Städten um rund 90% gestiegen. Und die Preise für landwirtschaftliche Flächen in den letzten 5 Jahren sogar um 140%. Extrem reiche Vermögensbesitzer versuchen, ihren Reichtum durch Beton und Bodengold abzusichern und treiben ebenso die Preise in die Höhe. Das Ergebnis ist, dass immer weniger Menschen sich Wohneigentum und Mieten in zentraler Lage leisten können und dass Landwirtinnen und Landwirte von ihrem Land vertrieben werden, weil sie eben die Pacht nicht mehr bezahlen können und so von Großbetrieben und durch landwirtschaftsfremde Investoren verdrängt werden. Aktuell sind in Thüringen 24% der landwirtschaftlichen Flächen in der Hand von landwirtschaftsfremden Investoren. In Brandenburg sind es sogar 29% und in Mecklenburg-Vorpommern ganze 34%. Tendenz ist da steigend, wenn man eben diesen Entwicklungen nicht Einhalt gebietet, und genau das muss dringend geschehen. Ich möchte das Bundesverfassungsgericht zitieren, das im Jahr 1967 in einem Beschluss bereits festgestellt hat: Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seinen Nutzen dem unübersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen. Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei allen anderen Vermögensgütern. Meine Damen und Herren, bei Grund und Boden geht es um das Recht auf Wohnen und es geht auch um die Nahrungssicherheit. Und beides ist in Gefahr. Darum ist es höchste Zeit, auf diese Entwicklung zu reagieren und entsprechende Regelungen zu verankern. Und darum freue ich mich sehr, dass ich heute diese einleitenden Worte sprechen darf zu der Vorstellung des Gutachtens, das genau diese rechtlichen Möglichkeiten auslotet, auf welchem Wege man diesen negativen Entwicklungen bei landwirtschaftlichen Böden eben entgegenwirken kann. Es wurde von der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der Linken mit Unterstützung der Landtagsfraktion und der Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben. Die Agrarpolitik ist für uns Linke ein zentrales Thema. Ich selbst bin Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag. Und wir haben im Bundestag auch bereits zahlreiche Anträge eingebracht, die darauf abzielen, dass die Agrarpolitik der Bundesregierung sich grundlegend ändert. Wir wollen eine Landwirtschaft, die allen eine Versorgung mit gesunden Lebensmitteln sichert, die die Ökosysteme schützt und die Landwirte und Landwirte einen guten Lebensunterhalt ermöglicht. Unser Ziel ist eine Landwirtschaft, die regional verankert ist und bei der viel Land in öffentlicher Hand liegt. Und eine Landwirtschaft, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt. Wir sind der Meinung, es muss sichergestellt werden, dass diejenigen Zugang zu bezahlbarem Boden haben, die ihn auch bewirtschaften, und eben keine landwirtschaftsfremden Investoren. Wir brauchen viel mehr Transparenz auf dem Bodenmarkt, und wir brauchen langfristige Pachtverträge für ortsansässige Landwirtinnen und Landwirte, kooperative, gemeinwohlorientierte Bewirtschaftungsmodelle wie Genossenschaften, aber eben auch für solidarische Landwirtschaft. Außerdem muss dringend den sogenannten Share Deals Einhalt geboten werden, und die müssen reglementiert werden. Share Deal bedeutet, dass nicht das Land direkt gekauft wird, sondern teilweise oder vollständig das Unternehmen, das das Land besitzt. Die Folge sind völlige Intransparenz und die Umgehung von Regulierungen des direkten Grunderwerbs.
Diese Hintertür, die muss verschlossen werden. Und es ist außerdem auch vollkommen indiskutabel, dass Großinvestoren auf diesem Wege auch noch die Grunderwerbsteuer umgehen, die sonst von jeder Familie beim Erwerb von einem Reihenhaus gezahlt werden muss. Und außerdem, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, brauchen wir einen Preisdeckel für den Grunderwerb. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass sich regionale Landwirtinnen und Landwirte Grund und Boden leisten können und dass die Preise eben nicht künstlich in die Höhe getrieben werden können. Als Linke haben wir das Ziel, regionale Kreisläufe zu stärken, sowohl bei der Produktion als auch bei der Verarbeitung und der Vermarktung. Und wie wichtig es ist, dass man eigene Versorgungsmöglichkeiten und Produktion vor Ort hat, anstatt alles über die Weltmeere zu schippern, das zeigt auch die aktuelle Krise, ganz zu schweigen von den damit verbundenen Umwelt- und Tierschutzproblemen. Wir müssen den ländlichen Raum stärken, wir müssen die Arbeitsplätze vor Ort schützen und diese auch schaffen. Und die Frage des Grund und Bodens ist dabei von ganz zentraler Bedeutung. Darum freue ich mich jetzt, dass ich das Wort übergeben kann an Thomas Rüther, den Verfasser des Gutachtens zu Fragen der Weiterentwicklung der rechtlichen Steuerungsinstrumente des landwirtschaftlichen Bodenmarktes. Sie erläutern uns gleich die Kernpunkte und danach, wie du gerade schon sagtest, wird ja Susanne Hennig-Welso zu den politischen Zielen der linken Agrarstrukturreform und der Situation in Thüringen sprechen, unsere Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende hier in Thüringen. Ich bin sehr gespannt auf die Vorträge und danke für die Aufmerksamkeit.